Hallöchen und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Sieh mal an. Wer hat der? 9 Meter. Stolzer Preis für die Kombi, ne? 9 Meter. 225. Ach ja, stimmt, stimmt, stimmt. Wartet mal, ich habe da mal noch was gelesen. Moment. Genau, so fängt es nämlich an. Ich denke, dann können wir das doch für das Kartoffel. Für die Kartoffel. Für das Kartoffelfeld nutzen, ne? Stimmt, ja. Ob rote Beete sich auch gut für die Kühe eignet? Vielleicht gibt es ja rote Milch. Ho, ho, ho. Also, für die Dämme anzulegen. Ja. Für die Dämme anzulegen. Machen wir das mal anders. Wir gehen einfach jetzt mal auf die Marke von Grimme. Breit ist ja 3 Meter. 270 PS. Okay. Moment. Das waren jetzt 6 Meter. Den bieten wir uns mal. Ich weiß, könnte ich mir auch kaufen, aber ja. So, und dann würde ich einfach mal sagen, machen wir das Schritt für Schritt. Oha, Miete klären wir 3000, ey. Jawoll. Gehen wir. Schauen wir mal, ob wir das packen. Derzeit können wir eigentlich noch Futter für die Schweine holen. Das heißt dann, wir könnten dann noch unseren kleinen gechillten Anhänger damit holen.
Ja, seitdem ich hier jetzt bei Feld, also bei Feld 37 oder so, Moment. Ich habe nochmal irgendwo, genau, Feld 37 habe ich nochmal zwei Bienenhäuser dazu geholt. Und ja, ich sage euch eins. Spult einen Tag vor und ihr kriegt sechs Kisten raus fast. Also, der Honig läuft, der Schmierfink da. Der Schmierfink läuft. Ach, der ist da hinten, genau. Allerdings muss ich sagen, dass die Maschine vom Bendner, Bender, Sattmaschine da, mir auch gerade gut gefällt hat. Also, gut, hat zwar jetzt nur 5000 Liter weniger als unser anderer, aber mir geht es halt um die Maschinenvielfalt, ne? Dann hätten wir auch wieder mal was anderes. Wobei ich auch die Idee von Pavel aufgreifen möchte, dass man vielleicht eine. Ja. Die Grundidee, dass wir Feldarbeiten oder. Dass wir eine Karte uns entscheiden und dementsprechend dann auch gegenseitig uns bei den Höfen, also jeder kriegt seinen eigenen Hof, Startkapital sollte mir einfach sagen, was er braucht, und dass man uns dann gegenseitig dann auf den Hof helfen kann. Könnte man so eine Serie draus machen. Ich hätte schon fast gesagt, wir könnten wie die Serie bei Amazon, der Brite da, der jetzt sich dann als Bauer versucht hat. So ungefähr haben wir so eine Serie zu starten, ey. So lustig, die Newbies. Aber so ein ganz. Man braucht da so einen ganz einen tollen Namen dafür. Farm Nachbarschaftshilfe. Ja, das ist halt so ein Kauderwelsch, ne? Aber irgendwie so ein wirklich schöner, außergewöhnlicher Name, wo man sich einfach, sich gegenseitig hilft. Die Karte, wie gesagt, die sei jetzt egal. Wir könnten auch auf der neuen da anfangen. Aber ich hätte halt eine schön große, abwechslungsreiche Karte. Die wo auf jeden Fall weil viel, viel, viel Platz hat. Am besten Felder unterschiedlicher Art. Von den Größen her. So, wir brauchen jetzt aber noch ein paar Big Packs. Futter, Futter, Futter. Das ist Hühner. Schweinefutter. Ja. Machen wir das lang rum. Ja, zwei Stück sollten reichen. So. Da überschneidet sich auch wieder was. So. Achso. Genau. Mal von Deuter das Futter, das ist gar nicht mal so schlecht. Oder von Deuter, oder? Ja. Nee. Deuka. Dann haben wir das nämlich auch hinter uns. Ah, 16.000, das passt.
So, da fahren wir das schnell dahin. Können wir den Schwein nämlich direkt Druck reinknallen. Ja, ich fand eigentlich schon die Maschinen, was ich da gesehen habe. Also ich habe wirklich nur bei YouTube mal eingegeben, Agratechnica 2023. Und da sind wir schon ein paar schöne Maschinen, vor allem der neue Ferguson 9er Serie, ins Auge gestoßen. Also ich würde sogar fast schon meinen, wenn der besser ist als der Xerion für große Felder zu grubbern, würde ich sogar den sausen lassen. Ja, also das ist schon was Tolles. So, weil auch dieses Silage-Lager da wird verschwinden aufgrund wegen diesen Fehlern, die da aufgeploppt sind. Ne? Hier diese kurzen Fehler. Texturteile da. Weil das wird auf jeden Fall nicht wirklich funktionieren. So. Arrangieren wir uns mal da hoch. Ja, und ihr läuft es euch gut gehen, ha? Die Kühe. Genau. Ich bräuchte abseits rechts, genau. Zack. Ich weiß, dass das Schweinefutter hier nicht angenommen werden kann. Das sollten wir auch erst reinmachen. Aber dafür wird man nachher dann unseren Glas da nehmen. Aber jetzt geht's erstmal dran. Nach der Anleitung uns erstmal ein paar Dämme zu bauen. So. Oh, der ist eng. So. Gut. Dann holen wir uns mal den Oschi. Vor allem ist ja auch der neue, die neue Erntemaschine für Getreide vorgestellt worden. Ne? Also schön dieses lange Teil. Davon habe ich ja schon ein paar Reportagen gesehen. Also ich glaube, ich habe in der Zeit, wo ich da die Kopfschmerzen hatte, ein bisschen lichtempfindlich war, das war mir egal. Ich habe mir da ein Video nach dem anderen reingezogen. Einfach nur informativ. Also es ist wirklich Wahnsinn, was sich da alles da entwickelt hat. Ey, von... Also... So eine bunte Palette. Aber sag ja. Die Vielfalt... von Maschinen, die ist so extrem groß geworden, vor allem nicht nur für die Kleinen. So. Ah, so macht er das also. Oh oh. Ich glaube, wir haben ein Problem.
Das könnte spaßig werden. Das könnte spaßig werden. Machen wir mal die Randalbeleuchtung an. Das geht ganz schön ins Gewicht, ey. Man muss bedenken, ich habe jetzt hier schon die 8er Serie, ne, von dem Ferguson. So eigentlich von der PS-Zahl müsste er das packen. Also schafft er locker. Aber vom Gewicht her, ist das nicht so schön. Schönes Bild. Machen wir was für die Collage. So. Schauen wir mal. Ja. Demnächst wird auch noch die Schwerspezialtransporte von dem Westbalkan folgen. Und erst danach werden wir uns dann mit der Fahrschule beschäftigen. Den Tandem. Da Schrägstrich Gliederzug. Da bin ich mal gespannt, wie die Fahrkünste bei mir so sind. Also ich rechne schon mal mit 20.000 Schaden. Das wird sowieso schon kommen. Sehr optimistisch. So, dann können wir den nämlich gleich mal ausprobieren, ob der auch mit GPS direkt funktioniert, was ich ja eigentlich hoffe. Wäre ja auch keine. Wäre ja auch kein Problem, ne? Ja, das muss man auch noch abmähen. Ich würde es am besten gerade stehen lassen, ey. So. Machen wir noch schnell eine Kontrolle, dass da auch wirklich alles gut ist. Ja, der sieht gut aus. Der sieht gut aus. So, Baby, ran mit dem geilen Allrad, Ferguson. Wenn ich schaff. Taste 6 zum Ausklappen. Randalbeleuchtung können wir ausmachen. Vielleicht noch die Handbremse raus. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Bartalo. Ciao, ciao. Also ihr Lieben, was sollen wir machen? Rote Beete oder Pastinaken?